Wurst gibt und keine Ahnung. Aber Tobi ist doch an sich gar kein echter Charakter, oder nicht? Das ist doch nur Madara. Madara hat sich doch nur Tobi genannt, weil er halt auch unter Akatsuki nicht auffallen wollte, dass er Madara ist. Bin mir da nicht so ganz sicher. Vor allen Dingen, Setsu hat ihn bislang immer als Tobi angesprochen und nicht als Madara. Also wenn er ihn direkt angesprochen hat, hat er immer gesagt, Tobi, was machen wir jetzt? Und nicht Madara, was machen wir jetzt? Und auch Kabuto kam ja an und hat gesagt, oh, hallo Tobi, ach nein, du nennst dich ja jetzt momentan Madara. Also Ja, das wäre das auch blöd gewesen, wenn man den Manga gerade liest und dann erfährt man schon 50 Folgen vorher, dass er Madara ist, weil der ihn so nennt. Also wenn man den Anime schaut, ist es ja klar, dass die das nicht vorher sagen dürfen, dass er Madara ist. Ja, es ist genau die Szene, gab es auch genau so im Manga und da wurde auch gesagt, Tobi, ach nein, man nennt dich ja momentan Madara. Es ist halt so ein Zeichen für mich, dass unser Madara nicht wirklich Madara ist, sondern irgendjemand anders, der eigentlich Tobi ist. Aber woher hat er denn dann das Rinnegan und das Sharingan? Das Rinnegan hat er sich ja von Nagato. Na, aber er meinte doch, dass er Nagato das Rinnegan überhaupt erst gegeben hat. Das heißt, er muss es vorher Ja, auch. gehabt haben. Es heißt ja nicht, dass er es in sich drin gehabt hat. Kann ja sein, dass er es von irgendwen anders. Das würde aber bedeuten, dass er ja Madara oder so, dass, also dem richtigen Madara, wenn er nicht Madara sein sollte, die Augen abgenommen haben muss, das Rinnegan oder so, weil wer soll Ja, das Rinnegan sonst haben, außer er? es wurde ja früher nie gesagt, dass Madara damals die Augen gehabt hat. Also das Rinnegan. Naja, aber die Augen hat ja, also der hat jetzt zwei Söhne gehabt und das, der eine hat ja das Rinnegan bekommen, ja und der andere halt nicht. Und ich dachte, Madara ist letztendlich ein ziemlich, also ein weit Verwandter von dem, der das Rinnegan bekommen hat. Genau, andere Seite. Echt? Die So. Uzumakis stammen von dem ab. Nee, die Uzumakis nicht, die sind plus Zweig. Wie hier sind die, der erste Hokage, der gehört hier in die Spalte, wo der mit dem Rinnegan dort war. Echt? Ja, es ist ja Aber so. dann könnte es ja auch sein, dass Madara das Rinnegan vom ersten Hokage hat. Eigentlich hieß es, dass der erste Hokage Madara besiegt hat. Nicht andersrum. Ja, aber Madara. Ach so, Madara stimmt. ist nach dem Kampf offiziell verschwunden, aber irgendwie ist Doch er doch nicht. nicht verschwunden. Es ist alles sehr verworren. Ja, wohl hat. Ja, Das ist dann ja auch noch mit. Ach so, Darf ich das jetzt schon sagen mit dem Sarg? Aber na, was der denn? Sarg ist ja in der letzten Ja, ich Folge. weiß. Ich wollte nur sagen, es könnte ja auch sein, dass vielleicht, als er gegen den ersten Hokage gekämpft hat, dass da sein Körper sozusagen gestorben ist und er seine Seele noch irgendwie halt saven konnte. Und jetzt halt in dem Körper drin ist, vielleicht auch von Tobi oder sowas. Und halt in dem Sarg dann wirklich der Körper von Madara drin war. Oder so. Irgendwie erinnert mich das gerade an Harry Potter hier, erster oder zweiter Film, wo dort der eine Magier im Hinterkopf den Voldemort Das war der hatte. erste. Der Genau. erste, ja. Und genau so in der Richtung denkst du ja das doch, oder? Ja, könnte ja sein, also. Ja, aber da muss ja der Tobi in dem Moment wirklich da gewesen sein, oder er muss genau wissen, wo die Seele jetzt hin. Ja, vielleicht war Tobi ja nur irgendein Bauer, der da rumgelaufen ist. Wenn Tobi wirklich Tobi ist, so wie er am Anfang vorgekommen ist, dann wüsste ich gar nicht. Vielleicht hat er das aus Dummheit gemacht, wollte den Jutsu ausprobieren und dann ist das passiert oder was, aber. Oder Madara ist gar nicht direkt beim Kampf gestorben, sondern war bloß kurzzeitig tot geglaubt, hat sich dann irgendwo hingeschliffen und dann hat er diesen Tobi überzeugt, irgendein Jutsu anzuwenden, um seine Gedanken und Seele und alles zu retten, weil der Körper nicht mehr rettungsbar ist. Das ist ein bisschen, ja. Ich würde Ja, auch noch was dafür sprechen, dass das nicht wirklich Madara ist. Weil er meinte ja, dass dieser Kampf zwischen den beiden Brüdern von Naruto und Sasuke fortgeführt werden soll oder wird, weil Sasuke ein Verwandter ja des einen Bruders ist, also auch von den Uchiha. Und Naruto ist ja ganz ziemlich weit verwandt mit dem ersten Hokage irgendwie, wie so ein ja, Unterfamilienbaum und die was weiß ich. Uzumaki sind halt mit denen irgendwo wie verwandt, ne? Ja. Und das bedeutet hier aber theoretisch wäre ja Madara der nächste Nachkomme. Also müsste Naruto ja theoretisch gegen Madara kämpfen, aber er selber sagt ja, dass Sasuke der nächste ist, gegen den Naruto kämpfen muss. Das würde ja heißen, er selber ist gar kein Nachkomme von dem mehr.
So Er das hat für auch mich. selber gesagt, dass er nicht mehr wirklich das ist, was Madara wirklich damals war. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, hat er selber mal gesagt. Also in der Richtung ausgedrückt. Das heißt, dass er also wirklich nicht der Madara sein kann. Das ist ja auch an sich unglaublich, dass der das sein kann. Ich weiß nicht, das war damals, da war Tsunade 12 oder was, als der erste Hokage gegen Madara gekämpft hat, und jetzt ist die an die 60, 70 oder was, ich glaube 64 oder was. Das heißt, 50 Jahre, 52 Jahre sind ins Land gegangen, und Madara müsste jetzt 140 oder was sein. Keine Ahnung. Allgemein sind ja seine Jutsus alle ein bisschen merkwürdig, dass er eigentlich gar nicht getroffen werden kann und so. Auch immer dieses, ja, dieses Verschwinden und dann doch wieder da sein, um zuzuschlagen, das ist merkwürdig. Aber im Manga wurde auch gezeigt, dass er nicht gleichzeitig zuschlagen kann, also zum Beispiel seinen Arm plus fest haben kann, also materialisiert haben kann, aber sein Torso ist zum Beispiel dann durchlässig. Das kann er nicht machen. Aber Also das wurde im entweder ist Anime alles auch, durchlässig oder nicht. das wurde im Anime auch gesagt schon, glaube, ja, im Kampf gegen wo Sasuke gegen Danzo gekämpft hat. Da wurde es auch schon gesagt, dass er ja, das halt materialisieren muss, wenn er zuschlägt. Ja, oder halt nicht zuschlagen kann. Ja. Wie der das überhaupt macht, das kann ja an sich kann es ja auch nicht an seinem Sharingan liegen, was er hat. Weil er sieht sich ja selber nicht, da kann er sich ja nicht selber in eine andere Dimension befördern. Ist ja nicht so wie bei Kakashi sein Mangekyo Sharingan, wenn er was anguckt, transportiert er das in eine andere Dimension. Naja, Sasuke hat doch diese eine Fähigkeit irgendwie gehabt, dass er die Zeit so zurückdrehen konnte oder dass, ach nee, es war Danzo. Ups. Danzo, das war aber ein geheimes Uchiha Jutsu, wo dann halt das Auge sich schließt. Ich weiß nicht, ob es für immer ist, aber es schließt sich zumindest dann für eine gewisse Zeit. Ich glaube, das war Und sogar für immer, dass sich das ja, Auge und für immer deswegen ist schließt. es halt ein verbotenes Jutsu, was kein normaler Uchiha machen würde, weil wenn er es anwendet, ist es bloß für einen kurzen Zeitraum möglich, dann schließt sich das Auge und geht nicht mehr auf. Ja, immer auf Man jeden hat normalerweise bloß zwei Augen und nicht einen ganzen Arm mit weiß ich wie vielen vollen. Ja, aber ich finde irgendwie, das wäre das Einzige, was irgendwie Sinn macht, dass er das, wenn er halt getroffen wird, einfach wieder zurückdreht und dann, ja, das halt als Genjutsu macht und so. Also sonst wüsste ich nicht, wie er das alles machen will mit dem, keine Ahnung, dass er gar nicht getroffen werden kann und so. Aber es macht irgendwie auch keinen Sinn, weil dann könnte er theoretisch ja auch schlagen, ohne sie erst festzuwerden Ja. oder so. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen, Madara hatte früher immer noch zwei Augen, aber jetzt sieht man immer bloß das rechte Auge von ihm. Das linke Auge ist ja nicht, also später dann ja, sieht man das auch, weil er sich ja von Nagato das holt. Aber vorher hat er halt bloß in einem Auge das gehabt. Ja, was ist denn dann Das hieß, eigentlich jetzt im Moment? Also was ist denn dann vorher jetzt in seinem Auge? Also hat er gar kein Auge oder? entweder hat er da überhaupt nichts drin gehabt oder was. Vor allen Dingen, er hat es ja wirklich bloß mit einer Handberührung gemacht. Und nicht irgendwie mit Medinin. Sehr Moment, wer jetzt? merkwürdig. Wer jetzt? Ja, Also. Madara hat sich das Rinnegan doch zurückgeholt von Dingens. Wir lesen den Manga nicht. Und So. trotzdem, jetzt habe ich mal gespoilert, ich darf das. Ja. Aber rein theoretisch gesehen hätte jetzt Madara ja gar kein Sharingan mehr. Das hat er ja auch nur von seinem Bruder geklaut, oder nicht? Es ist ja bei den Uchihas so, wenn das Augenlicht langsam nachlässt, müssen sich die Brüder, anscheinend gibt es immer die Uchiha im Doppelpack, dass die sich halt dann bekriegen müssen, und der Stärkere reißt halt seinem Bruder halt die Augen raus. Warum können die sich eigentlich nicht gegenseitig einfach die Augen austauschen? Dann haben beide die Augen von ihrem Bruder und die können ja beide nicht blinden. Erblinden. Ja, an sich, ja, so weit denken die nicht. Lieber mal töten, das passt alles. Wahrscheinlich muss man den Bruder dabei töten. Naja, rein praktisch gesehen hat er aber jetzt er ja das freiwillig gemacht, der Bruder. Ja. Was ich auch komisch fand, wie Sasuke das Mangekyo Sharingan gekriegt hat. Da musste man ja seinen besten Freund töten und nicht wie im Deutschen verraten. Ja, aber in dem Guck, Fall im würde Deutschen das. ergibt das dann ja mehr Sinn. Ja, im Deutschen würde es mehr Sinn ergeben, weil wenn man für das Mangekyo Sharingan wirklich den besten Freund nur verraten muss, dann verstehe ich, warum er seinen Mangekyo gekriegt hat. Aber dann verstehe ich nicht unbedingt, warum Itachi seinen besten Freund umgebracht hat. Aber wenn es wirklich
umbringen war, dann verstehe ich nicht, wieso Sasuke das Auge gekriegt hat, dieses Mangekyo Sharingan, weil er hat Naruto nicht getötet und er hat mehrmals gesagt, dass Naruto sein bester Freund ist. Er hat ja keine anderen Freunde, dieser Moff. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wann hatte er das denn? Weil vielleicht, als er Itachi getötet hat, vielleicht galt das auch. Weil zum Beispiel Madara hatte das ja auch, nachdem er seinen Bruder getötet hat. Ich glaube, der hat es vorher schon gehabt. Ich weiß es gar Ja? nicht mehr. Ja. Ja, ich war gerade am Überlegen, ob er es vielleicht nach dem Kampf gegen Orochimaru bekommen hat, weil den hat er auch getötet, oder nicht? Orochimaru war Orochimaru doch kein konnte nicht. Freund, oder? Naja. Ja, Eine vielleicht Zeit ist lang er irgendwie Freund. schon, oder nicht? Ja, es war eher so einer wie, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Guter Bekannter. Ja, hier kommen wir schon so ein bisschen in Trend Pädophiler vor. und sonst was. Eine Pedoschlange. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Man sieht ein 60-jähriger Mann, der immer rumzüngelt. Er nimmt einen, keine Ahnung, wie alt war Sasuke damals, 13, 12 Jahre alten Jüngling auf, der mit zerrissenen Klamotten ankommt, beherbergt den dann und lässt den dann in Ja, so erst einem knabbert er ihm Brust... am Nacken rum. Ja, das auch noch. Und dann lässt er den in so einem brustfreien Teil rumrennen. Die ganze Zeit. Ja, aber der will doch seinen Körper haben. Ja, er will seinen Körper haben. Das möchte ich in dem Sinne mal gesagt haben. Da kriegt man doch Gedanken. Das ist... Der ist pädophil, da kann man nichts gegen sagen. Der Und findet als den Sasuke Körper dann zu erotisch. alt geworden ist und da, ja, weg. Otokagure besteht ja auch bloß aus Kindern, soweit ich mich mal über Otokagure schlau gemacht hat. Da hat er die ganzen Kinder, weil die noch leichter beeinflussbar waren, hat er zusammengesucht, genauso die Klang-Ninja, die Aber waren was ja denn da auch nicht auffällt, oder? Orochimaru sieht doch aus wie Michael Jackson, oder nicht? gewisse Gesichtszüge hat er hat auch so eine blasse Haut, das ist schon aber wir sollen nicht schlecht über Tote reden, ja? Das machen da dürfen wir ja auch gar nicht über Orochimaru reden. Stimmt auch wieder. Obwohl er lebt ja, der lebt ja neuerdings im Körper von Kabuto in gewisser Das ergibt Weise. eigentlich gar keinen Sinn, oder? Weil als Orochimaru versucht hat, Sasuke aufzunehmen, da hat doch Sasuke einfach Orochimaru aufgenommen. Das heißt, rein theoretisch müsste Orochimaru doch in Sasuke drin sein. Ja, aber der Körper wurde ja nicht. Der heißt Sasuke, nicht Sasuke. Ja, Das im nur. Deutschen heißt der Sasuke. Wir wollen ja wirklich jede Schichten ansprechen. Die Otakus und die möchte gern. Darum sagen wir Eben. Sasuke und Sasuke. Das ist. Wir teilen das einfach. Ich sag Sasuke und ihr könnt weiter Sasuke sagen. Dann haben wir von beiden etwas. Da gewinnen wir aber zahlenmäßig. Ja, muss ich mit klarkommen. Sag ich einfach Aber ich jedes Mal, glaube, du wenn... hast das eh schon mehr genannt als wir. Vielleicht. Also Egal. ich kann hier gerade irgendwie nicht nachlesen, wann er sein Magikuri Sharingan bekommen hat. Das ist doch scheiße. Aber wenn es nur explizit drinnen steht, dass es erst nach dem Kampf mit Itachi passiert ist, dann keine Aber Ahnung. man muss ja auch nicht unbedingt einen Freund töten. Ich meine, Kakashi hat es ja auch bekommen. Ja, das wundert mich auch. Wen hat denn er umgebracht oder Ja, verraten? ich habe irgendwo gelesen, dass man das wohl auch irgendwie durch einen großen Schock Ey, ich habe oder... was gegoogelt, ne? Kakashi und Obito haben beide Blutgruppe 0. Ha! Ah, tada, biologische Übereinkünfte passen schließlich doch. Aber trotzdem, das Sharingan liegt doch in der DNA direkt drinne. Und das hat ja, DNA hat ja nichts mit Blutgruppe direkt zu tun, Ja, oder? aber wenn die Blutgruppe stimmt und ich weiß ja nicht, was wie Fähigkeiten so Medi-Nins haben, die gibt es ja in der echten Welt nicht, dann müssten Ja. theoretisch auch Augen... Ja, also das Kekkei-Genkai ist ja, dass die Augen überhaupt gebildet werden, das Sharingan. Aber wenn die Blutgruppen und alles stimmen, dann könnte es ja theoretisch vielleicht auch vom wirklichen Körper aufgenommen werden. Also du meinst, dass bloß die Bildung dieses Sharingans in der DNA verankert ist? Also jemand, der nicht diese Uchiha-DNA hat, kann kein Sharingan bilden, aber es das Sharingan eingepflanzt kriegen, hat dann nichts mehr direkt mit der DNA zu tun, sondern bloß mit der Blutgruppe. Genau, so ungefähr. Ja, klingt eigentlich recht logisch. Dann wäre das ja vielleicht doch möglich. Ja, dann ist das möglich. Dann muss es halt die gleiche Blutgruppe sein, wie es aussieht. Aber Ja. das war jetzt ein Zufall, aber ich denke mal, das muss immer so sein. Macht ja sonst auch irgendwie keinen Sinn. Ja, wenn man zu den Augen schon wieder kommt, es heißt ja, glaube ich, dass das Sharingan eigentlich bloß eine Manipulation vom Byakugan ist, also irgendwie so ein genetischer Diseffekt, der dann einfach abgezweigt ist. Was eigentlich blöd ist, weil ja der Sohn vom Rikudo-Sennin ja schon ein Sharingan hatte.
Ja, das haben die wirklich mal gesagt. Also das weiß Ja, ich auch. aber es gibt halt irgendwie überhaupt keinen Sinn.